Ja, ich würde mal sagen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und in diesem Video sollten Sie sich, ups, einen heißen Tee hier, sollten Sie sich auf jeden Fall Tee holen, am besten Zitronentee. Gerade in der kalten Zeit, Zitronentee ist das sehr, sehr gesund. Und hier geht es natürlich nicht nur um das Galaxy S9 Plus, sondern genau das S8 haben oder S. Also S8 Note oder halt eben S10. Also die Menüs sind meistens ziemlich gleich. Ja, ich wurde mal von ein paar Leuten gefragt, ob ich Videos mache zum Smartphone umgehen, wie man damit umgehen kann, wie man überhaupt Einstellungen, gewisse Sachen findet und Entwicklermodus und so weiter. Und das ist so eine kleine Minischulung. Nicht wundern, dass es in die Länge ist. Es ist also eine komplette Minischulung, wie der schon Titel sagt. Und ich begrüße Sie herzlich zu der Minischulung. Zum Smartphone-Mini-Schulung und wir werden aber natürlich Abschnitte machen, Kapitel zusätzlich, wo Sie jeweils drauf springen können, wenn Sie ein gewisses Thema wissen möchten. So, beginnen wir einfach mal zu lernen, unseren Touchscreen-Screen zu bedienen. Und zwar, wenn Sie Ihr Smartphone vor sich liegen haben, sollten Sie einen Akku ziemlich gut geladen haben. Und das allererste Smartphone ist ganz klar geschichtlich, ist von Apple nicht so einfach erfunden worden, erstmal ein bisschen Storytelling, sondern Smartphones hat sich jemand getraut und das war halt Steve Jobs. Es gab natürlich Vorgänger schon, die versucht haben, auch sowas von rauszubringen, aber erst mit Steve Jobs Risiko, Marketing und auch mit dem Eintritt in den Markt hat sich das weiterentwickelt. So, das ist jetzt Android und da fangen wir auch jetzt gleich an. Das war schon so viel zu Storytelling und wichtig ist, hier haben wir nur Zeigefinger, also, ne? Und wenn Sie zum Beispiel, am besten ist es immer wichtig, dass Sie nur einen Zeigefinger benutzen. Das heißt, Sie sehen das im Display, was ich tue. Und ich werde noch mit Mauscursor ein bisschen auch das dann zeigen, ne? Erklären. So, okay, dann schießen wir einfach mal los. Der Zeigefinger ist immer so zu halten. Das heißt, da sollte man versuchen, halt so, wenn man das bedient. Viele, ich sehe es auch bei älteren Leuten über 50, die machen das halt immer irgendwie so mit dem Mittelfinger, warum auch immer, oder manche machen das mit dem das kleine Finger halt, ne? Das sieht immer lustig aus und dann sagen die, es geht nicht. Und ich so, ja, da wird es nicht gedacht. Ne? Also das ist wirklich für den Zeigefinger am besten. Und was Sie mal machen könnten, ist zum Beispiel, Sie sehen hier zum Beispiel diese Symbole. Die sind ein bisschen so unsortiert. Da können Sie zum Beispiel, dass man Zeigefinger auf dieses Google-Symbol gehen. Und dann, wenn Sie, je nachdem, was für ein Gerät Sie natürlich haben, aber es ist meistens fast bei allen Android ziemlich gleich. Wenn Sie länger drauf gedrückt bleiben, also länger auf diese Symbole, dann sehen Sie, das Symbol springt hoch und das Symbol springt also rauf und ab. Da hat man die Möglichkeit, zumindest bei dieser Android-Version, das ist eine ältere, aber das ist ja nicht so schlimm, hat man App-Info zu deaktivieren, vom Start entfernen und Elemente auswählen. Und unten nochmal Suche und Sprachsuche. Okay, da bitte ich Sie einfach mal App-Info zu klicken, weil wir wollen ja mal schauen, was gibt uns die App so her. Und was ist das überhaupt, App-Info? Und damit wir ein bisschen so mehr über die Apps lernen. So, in der App-Info bekommen wir also Informationen, erweiterte Informationen, was so die App macht. Also erstens, dass sie installiert ist, hier sehen wir sehr schön, ja, installiert ist. Dann zweitens, wie viel Datenverbindung sie verbraucht. Wenn man kein echt so viel Datenvolumen hat, dann kann man das nachvollziehen. Akku seit letztem vollständig aufgeladen, also auch akkumäßig. Dann Speicher, 0,98 GB interner Speicher wird verwendet. Also sagen wir mal fast also ein Gigabyte, 980 MB im Endeffekt wären es umgerechnet. Und dann Arbeitsspeicher, 69 MB in den letzten 3 Stunden durchschnittlich verwendet. So, was wir noch sehen können ist, wenn wir weiter nach unten scrollen, wir sehen hier, dass wir Benachrichtigungen haben. Wird ja oft immer gefragt, ja, wie kann ich den Quatsch abschalten? Und da haben Sie ja die Möglichkeit zu sagen, okay, die Benachrichtigung, da klicken wir drauf. Dann haben Sie die Möglichkeit zu sehen, was denn eine App für eine Benachrichtigungsfunktion hat. Das heißt, welche
Rechte für Benachrichtigung sie von, also ihnen im Endeffekt nicht, sondern sich selbst erstmal zugewiesen hat. So, also gewisse Standard-Apps nennt man das, die im System integriert sind, die haben eine Selbst-Standard-Zuweisung bekommen vom System, also vom Programmierer, im Endeffekt vom Android-System, was die Programmierer halt so festgelegt haben, wo man sich auf dem Gremium geeinigt hat, dass das und das so sein muss. Aber sie können das natürlich auch gegensteuern und können sagen, ja, alles gut und schön, aber hey, mach mir keine Feedback-Requests, das will ich nicht. So, mach mir keine proaktive Benachrichtigung, sondern vielleicht nur normale. Und damit können sie sozusagen die App ein bisschen so runterschrauben, dass die App nicht die ganze Zeit nerven tut. Ne? Das kann man also wirklich hier schön einstellen. Ne? Dann haben wir natürlich die Möglichkeit, sonstiges, dann Benachrichtigungskanal D, also hier im Endeffekt klickt man drauf, um zu wissen, warum was es geht, dann kommt man da direkt rein in die erweiterten Benachrichtigungsfunktionen, ne? Benachrichtigungskanal also zum Datendownload und da halt dementsprechend können wir auch sagen, ob so ein Pop-up erscheint, also so ein aufgebombt, so ein Fenster, hey, hey, ne? Hallo, hallo ungefähr. Und da haben sie auch die Möglichkeit, zum Beispiel einen Ton einzustellen oder so, das Smartphone bei dieser Benachrichtigung, also bei dieser Kategorie, vibrieren und blinkendes Licht und so weiter. Bitte, wenn das zu schnell geht, nochmal, das Video ist für allgemein, ein Senioren-Video mache ich nicht, weil sie können zurückspulen. Bitte, also wenn das Video zu schnell geht, spulen sie einfach zurück, ist am einfachsten. Oder machen Sie kurz Stopp, schreiben Sie sich das auf, ne? Oder schauen Sie es wiederholt an. Ne? Also das ist kein Problem. Das Video ist allgemein für die Allgemeinheit und das sind auch eben auch ein bisschen jüngere Menschen auch mit dabei, ne? Falls die halt das auch wissen wollen. So, also lange Rede, kurzer Sinn. Vibrieren, blinkendes Licht, Apps, Symbole, Indikator, Sperrbildschirm und so weiter. Und nicht stören, ignorieren und so weiter. So. Das kannst du also, kann man machen. Das ist also eine ganze Menge, Fülle von Einstellungsmöglichkeiten. Und das muss man erst einmal hier so richtig, richtig erstmal so schlucken. Denn wenn man jetzt auf diese Funktion geht, wir machen das jetzt nochmal. Ich werde es ein bisschen versuchen, nochmal langsam auch zu zeigen, ist ganz klar, aber ich wiederhole auch nach Wiederholung, also machen Sie sich in der Schulung keine Sorgen. So, wenn wir jetzt in den Pfeil klicken und wenn wir Einstellungen zu In-App-Benachrichtigungen machen, ne, dann ist das im Endeffekt in der App selbst damit gemeint. Das heißt, das sind in der App, also die App, das ist im Endeffekt das Programm, was Einstellungen hat, wenn wir in die App, also in das Programm selbst reingehen. Und da können wir noch zusätzlich sagen, ja, sag mir die aktuelle Wettervorlage, sag mir auch Wettervorsagen, aber sag mir jetzt zum Beispiel keine öffentliche Warnung mehr. Warum auch immer. Ne? Vielleicht hat derjenige Angst und sagt, uiuiui, bitte keine Warnung mehr. Ne? Oder man kann nach unten scrollen und sehen, okay, weitere Benachrichtigungen, aha, Nachrichten, Artikel, Sport und so, nö, brauche ich nicht. Dann können Sie das ganz einfach wegschalten. Sie können also das wegschalten, das ist mit einem Mauszeiger gemacht. Im Endeffekt nehmen Sie dazu Ihren Zeigefinger, ganz klar. Nehmen also Ihren Zeigefinger. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Schauen wir mal, ob wir das so machen können. Und Sie sehen gut. Ich schaue jetzt mal, ob ich kann das überprüfen. Aber das sieht, ja, das kann man sehr, sehr schlecht machen. Ne? Ich kann Ihnen das auch. Genau, das will ich nicht. Ich kann ja auch sehr schlecht zeigen, so. Deswegen einfach hier ein bisschen so vorstellen. Ne? Also, Sie nehmen also Ihren Zeigefinger und tun dann dementsprechend auf diesen Kreis gehen mit dem Zeigefinger und nicht nur nach links, sondern einfach ganz kurz drauf tippen und das war's. Und dafür also nicht, Sie müssen nicht so zack. Ja, weil das klappt nicht. Das ist nicht da gewollt. Es sind gewisse Auslöser, die gewisse Funktionen im System eingebaut haben. Ne? Sie können nicht so wischen, ne? Sondern sie machen einfach Klick. Ne? Klick. So als würden sie im Endeffekt ein- und ausschalten. Als würden sie jetzt in ihre Fernbedienung klicken.
Nur halt statt mit dem Daumen klicken Sie mit Ihrem Zeigefinger auf den einen Ausschalter. Das können Sie sich also vorstellen, das ist wie ein Lichtschalter. Ne? Nur da der Lichtschalter, den normalen Lichtschalter betätigen wir halt mit allen fünf Fingern. Und da ist es halt einfach nur mit Ihrem Zeigefinger. Zack, klick, 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 klick. So, dann haben wir dementsprechend das alles abgeschaltet. Das alles wird uns nicht nerven und zusätzlich haben wir noch die Möglichkeit, zum Beispiel auf meine Themen und mehr zu gehen. Dann sehen Sie schon wieder, öffnet sich wieder ein Fenster, das geht noch tiefer. Und dann dementsprechend auch können wir da bestimmen, was darf die App, darf die den Standort nutzen, den aktuellen. Und da, wenn man jetzt nichts abonniert hat, dann wird auch nichts angezeigt. Ne? Also Sie sehen schon, Benachrichtigung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil da wird oft leider das so einfach so spöttisch genommen. Das ist ja nur ein paar Funktionen, ist es aber nicht. Da geht es viel, viel tiefer, wie man kaum zu glauben. Also kaum zu glauben ist das, da geht es nämlich, also es geht, da geht es nämlich tiefer. Und dann kann man sich sagen, wow, krass. Hätte ich nicht gedacht. Kaum zu glauben, aber wahr. Ne? So sieht aus. So, dann haben wir das nächste Thema. Und zwar, Sie haben die Möglichkeit, diese App zu sortieren. Also wir wollen jetzt zum Beispiel WhatsApp oben haben und das Wetter wollen wir etwas weiter unten haben. Mache ich das jetzt? Ich nehme wieder meinen Zeigefinger und klicke auf die jeweilige App, also Telegram zum Beispiel, und dann sehen Sie ganz langsam, also Sie sehen es jetzt hier nicht, aber ich versuche es immer wieder ein bisschen so zu zeigen, ne? Sonst sollte man sich vorstellen hier, ne? Sehen so ganz langsam, ich glaube, ja, sehen Sie es, ganz langsam gehe ich da von Feld zu Feld. Sehen Sie das? Und dann lasse ich los. Ja, das ist ganz wichtig, dass wir da einfach ganz gechillt halten das Symbol und das halten das und zack und zack. Ja, und da haben wir halt dann den Endpunkt erreicht. Das ist also sozusagen ein Fenster, wo man was machen darf bis maximal. Was ist ein Endpunkt? Endpunkt ist einfach, dass das eine gewisse Fläche ist, wo Symbole ablegen können. Das ist so programmiert worden. Und dann gibt es eine Sperre sozusagen, wo dann die Entwickler gesagt haben, aber bis hierhin und nicht mehr. Ja, gibt zwar gewisse damals Aspekte, wo die Hersteller sagen, nee, das hat schon seinen Grund, weil wir dadurch das und das noch machen können oder so. Es gibt sehr viele Gründe, werde ich jetzt hier in diesem Video nicht erwähnen, weil das sind ja Grundlagen, brauchen wir keine Vertiefung noch in Details und Geschichtsstunden unterrichten, wie ein Programmierer denken tut und warum er die Welt erfunden hat. Spaß habe ich speziell, aber Sie wissen schon, denke ich mal, was ich meine. Wenn nicht, dann schreiben Sie diesen Kommentar rein. So, lange Rede, kurzer Sinn. Dann haben wir hier WhatsApp. Das machen wir noch einmal. Das heißt, Sie machen das Gleiche. Sie sollen einfach uns hier nur ein WhatsApp-Symbol nehmen und dann einfach nach oben. Jetzt sehen Sie, ups, was ist denn da? Da, wenn ich da draufklicke, verschiebt sich das genau, weil es ist ein Platzhalter reserviert für das Wetter. Ich zeige Ihnen auch gleich, wie Sie das Wetter nach unten bewegen und das WhatsApp auch gleich nach oben. Also wenn dann so ein Platzhalter ist, dann müssen wir dafür was tun. Das heißt, wir klicken unseren Platzhalter an und sagen erst einmal, okay, ich mache das mal kleiner, maximal wie es geht. Und dann tue ich das nach unten. So. Kann dann auch das hier nach unten machen, diesen Platzhalter. Und dann sieht das Ganze schon mal so aus und dann kann ich meine WhatsApp oben bewegen, genauso wie mein Line-Symbol, genauso wie mein Player und genauso wie Nachrichten. Ja. Und natürlich mein Google-Symbol. Ja. Sie können maximal, je nachdem wie das Rastermodul eines Smartphones festgelegt ist, entweder 4 oder 5 oder 6 Symbole nebeneinander machen. Aber Sie können das noch cooler machen, das werde ich auch Ihnen gleich erklären. Also keine Angst, wir werden Stück für Stück, wir werden alles durchgehen.
Also erstmal Grundlagen, ne? Bevor wir zu tief gehen in die Materie, in die Matrix hinein. Und dann kommen sie nicht mehr raus aus dem Kaninchenbauch. Das möchte ich auch nicht. Ne? So, und dann machen wir das ein bisschen größer. Und nochmal größer. Und dann merken wir, da stimmt was nicht. Und warum ist das so? Weil gewisse Platzhalter das Symbol belegen kann. Und eine gewisse Größe hat es, eine Fixgröße, die es hat. Das heißt, wir müssen wieder zurückgehen und scrollen nach unten. Und scrollen nach unten, siehe da, wir haben das, was wir haben wollten. Oh, wir haben also das Wetter jetzt unten und auch voll groß. Also in der maximalen Größe. So kann man dementsprechend sich das einstellen. Und so kann man dementsprechend die Sortierungen zumindest bei den alten Geräten machen. Ja, wenn wir ein neues Gerät haben, neues, ganz neues Android, neue Möglichkeiten, neue Funktionen, ja, dann kann es sein, dass es bei Ihnen anders aussieht. Aber generell die Grundfunktion bei den meisten Smartphones 2018, 2019, 2020, in den meisten Fällen diese Grundlagen mit Finger, also Zeigefinger und so bedienen, das ist auch bei den neuen nicht anders. In den meisten Fällen. Ja. Genau. Und jetzt zeige ich Ihnen, was nämlich cool ist, und zwar, wenn Sie möchten, dass nur ein Symbol einen Zweck erfüllt, dann könnten Sie sozusagen sagen, ja, was ist denn jetzt zum Beispiel Telegram, WhatsApp, Line, was ist das jetzt eigentlich alles? Das sind im Endeffekt Chat-Software oder Chat-Apps. Wie könnte ich dementsprechend das alles komprimieren, um mehr Platz auf einer Oberfläche zu haben, beziehungsweise auf meinem Frontend-Display? Da ist es nämlich einfach. Sie müssen nichts anderes tun. Das ist leichter als das. Sie nehmen Ihren Zeigefinger, halten WhatsApp gedrückt und dann verschieben Sie das. Also Sie schieben sozusagen das in die, so dass das Telegram-Symbol aufleuchtet, wie Sie sehen, dann schieben Sie das ganz langsam rein in das Telegram. Es wird markiert, also es leuchtet auf. Es hat halt einen Rand, einen weißen Rand, und lassen los. Und voilà, mon ami, Sie haben einen Ordner erstellt. Jawohl, so ist es. Ein Ordner, und das Schöne ist, ein Ordner, Sie können den Namen eingeben und Sie können die Apps in den Ordner tun und somit haben Sie mehr Platz. Das machen wir jetzt auch gleich mal. Machen, dass wir einen Ordner haben. Das heißt, ich tippe mit dem Zeigefinger einfach auf diese Schrift Ordnernamen und nenne das ganz einfach Chat, dann Bindestrich und dann einfach Apps. Das sind, wie gesagt, Apps und keine Programme, weil damals hat man sich dafür entschieden, das Wort Apps zu sagen, weil es keine vollwertigen Programme sind. Es sind abgespeckt, und wir sind wirklich abgespeckt, aber auch mobil. Weil das mobil ist, ist es ein bisschen anders. Und wenn wir auch noch mal ein bisschen tiefer eingehen in diese Geschichte, wenn Sie das wissen wollen, da gibt es noch eine komplette, statt einer Mini-Schulung, eine sehr breite Schulung mit Präsentation von mir erstellt, warum man so und so nennt. Aber hier belassen wir es erstmal dabei. Weil, wie gesagt, wenn ich nicht tiefer auf ein Thema eingehe, dann wirklich nur prägnant und ist so einfach wie möglich zu halten, und dann ist es halt wichtig, wenn Sie da mehr wissen wollen, dann schreiben Sie es in die Kommentare und dann kann ich mal so richtig diese Pro-Schulung machen, das heißt mit vertieften Kenntnissen. Ansonsten ganz normal wie immer ein bisschen was dazu erwähnen, weil es gibt mehrere Aspekte, warum das so gemacht wurde. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Dann haben wir die Möglichkeit noch, Sie sehen dieses Symbol, also diesen kleinen Symbol, das ist dieses kleine Symbol, also wie Sie sehen, das ist nichts anderes wie der Hintergrund von dem Ordner. Ja. Und wir können ja einen Ordner machen, der jetzt so ist oder so ist. Ne? Man sieht also das Symbol, also das ändert sich. Und dann machen wir das. Und Sie sehen, erst mit dem Schließen ändert sich das. Und wenn ich das jetzt öffne, dann bleibt das natürlich gleich. Ganz klar, damit man eine Übersicht hat. Aber der Ordner hier an sich, also dieses Symbol von diesem Ordner, ist dann in orangener Farbe. Beziehungsweise, Sie
können auch die Farbe gelb wählen. Oder sie können auch eine andere Farbe wählen. Das können sie selbst entscheiden. Ne? Was machen wir denn da? Wir wählen mal blau. Und klicken einfach mal fertig. Und schließen das Ganze und fertig. Ne? Dann sieht das so aus. Jetzt packen wir noch zusätzlich Line mit rein. Ne? Einfach wieder ziehen und da drauf. Und dann sehen Sie schon, sieht nur ein bisschen wieder ordentlicher aus auf Ihrem Fonten-Display. Also das ist die Front an sich auf Deutsch. Und im Untermenü kann ich zum Beispiel auch das gleiche wie eben in der Frontansicht machen. Also in der Vorderansicht. Da kann ich also auch wieder sagen, okay, ich hätte doch gerne das jetzt auch sortiert. Mein WhatsApp will ich auch wieder in den Telegram-Ordner reintun. Ne? Also man sieht wieder zack das gleiche. Dann gibt es wieder diesen Ordnernamen. Das ist wieder mal natürlich Chat. Und dann Bindestrich Apps. Ja, und dann kann ich noch sagen, hey, hier statt blau mache ich ein hellblau und gut ist. Dann das Line wieder auch hier verschieben und das passt. Ne? Also auch da können Sie sortieren im Untermenü, so dass Sie sagen können, ja okay, das will ich auch sauber halten, das Untermenü. Also man sieht, Android bietet richtig coole Optionen, viele Möglichkeiten. Apple natürlich auch, ganz klar, auch, aber das ist wiederum ein anderes Thema. Okay, also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben schon so eine Menge gelernt. Ja, Sie haben jetzt bis jetzt, was haben wir gelernt? Fassen wir nochmal zusammen. Wir haben einmal, wir machen immer eine Zusammenfassung, weil das wichtig ist. Wir haben einmal gelernt, dass wir mit dem Zeigefinger das am besten bedienen sollten und nicht mit anderen Fingern der Hand. Dann haben wir gelernt, dass wir Symbole länger gedrückt halten, erweiterte Funktionen bekommen. Das heißt, App deinstallieren, App-Informationen. Dann haben wir auch die Sachen vom Start entfernen und natürlich Element auswählen. Und zusätzlich haben wir natürlich auch erfahren, dass es in der Benachrichtigungsfunktion von der jeweiligen App mehr Funktionen gibt, auch tiefere Ebenen von Benachrichtigungsoptionen von einer App, als man vielleicht das mal so je erlebt hat oder gehört hat. Ne? Und bis jetzt sieht man immer nur so Standard. So, was haben wir noch gelernt? Wir haben gelernt, wie wir das Verständnis der Platzhalter und dass gewisse Apps immer diesen einen Platzhalter haben und Widgets anders sich verhalten und daher einen größeren Platzhalter in Anspruch nehmen. Und man kann dies auch natürlich anpassen, ganz klar, aber generell, je nachdem, welches Widget Sie haben, hat das Widget eine ganz andere Erscheinung und kann auch groß gemacht werden und, oder auch etwas kleiner. Apps generell haben immer nur ein Icon, die können nicht größer gemacht werden, zumindest nicht in dieser Version. So, was haben wir noch gelernt? Wir haben gelernt Ordner, das heißt unsere App in eine andere App zu verschieben und damit einen Ordner, also einen Mechanismus auszulernen, also einen Mechanismus auszulösen, und zwar den Ordnermechanismus. Indem wir nämlich das tun, tut automatisch die Ordnerfunktion in Kraft treten, und dann mit der Ordnerfunktion hat man die Möglichkeit, noch mehr Ordnung zu schaffen auf seiner Frontansicht oder halt eben auf seinem Untermenü, in dem Fall das hier. Menü. So, auch im Untermenü können wir auch Ordner erstellen, ganz klar. Auch da haben wir die gleichen Funktionen. Und der einzige Unterschied ist vielleicht, wie man sehen kann, wenn man jetzt auf diese drei Symbole klickt hier, das ist also, ich zeige es nochmal, das ist also im Endeffekt diese hier. Und dann hat man noch im Untermenü dann Sortieren, Seiten aufräumen, Starteinstellungen,
Feindeinstellungen Galaxy in so Tiers. Da habe ich also sozusagen 5 Möglichkeiten, was zu wählen. Da habe ich die Möglichkeit, 5 Dinge zu wählen. Also so Tieren, Seiten aufräumen, Startzeiteinstellungen, Feindeinstellungen, Galaxy, Essen, Tieros. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ich jetzt auf Sortieren klicke, was passiert da? Dann fragt er mich erstmal nach, was will ich sortieren. Und dann sage ich natürlich angepasste Reihenfolge. Und dann sortiert er das. In dem Fall ist das sehr schnell gemacht. Und jetzt sehen wir natürlich, Moment, aber warum hat er hier eine Lücke? Das kann ja noch nicht wahr sein. Das alte Android ist halt so eine Sache. Ne? Das alte Android, das irgendwie bei mir kennt das das nicht. Und deswegen ist das so, aber ist auch nicht so schlimm. Man kann ja diese Symbole, also diese Apps, verschieben und dann hat man den Zweck auch erfüllt. Ne? So. Was, wenn ich jetzt eine App nicht haben möchte und nicht eine App deinstallieren möchte? Das ist auch ganz einfach. Ich sage zum Beispiel, ich möchte die App nicht mehr haben, Monopoly. Dann auch wieder länger gedrückt halten und dann sehen Sie hier schon mal deinstallieren. So. Und dann klicken Sie einfach auf deinstallieren in dem Fall. Und dann werden wir gefragt, möchten wir diese App deinstallieren? Und sagen wir einfach ja. Und Apps sind ein bisschen anders, also wie bei Windows. Da Apps sich anders verhalten wie bei Windows, dauert das natürlich auch nicht lange, bis eine App deinstalliert ist. Und die sind wirklich auch komplett deinstalliert. In den meisten Fällen kann man auch sagen, dass es dann noch vielleicht manchmal Reste übrig bleiben. Zumindest wenn es um die App-Reinigung geht. Es gibt also Software bzw. Apps, die restlichen Überreste entfernen, aber ich sehe das jetzt nicht so, weil ich habe das ausprobiert und ich habe das jetzt zumindest bei mir, dann meine Erfahrung, nicht so gesehen, dass man diese Tools braucht. Also das ist ein ganz anderes System. Man kann halt übrig gebliebene Dateien löschen und so. Aber wie gesagt, wir kommen noch zu dem Thema, da kann ich das genauer erklären. Also die App haben wir dann gelöscht. Das machen wir auch mit VLC Player. Dann sagen wir deinstallieren. Und dann ja. Und das dauert dann nicht lange und dann ist auch VLC Player weg. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt können wir noch mal schauen und mal eine App deinstallieren. Jetzt widmen uns wir schon dem Suchfeld, was Sie schon gesehen haben und vielleicht sich gedacht haben, aha, da ist ja eine Suchfunktion im Untermenü und ich sage Ihnen, warum es hier gibt, denn tatsächlich können Sie danach suchen. Das heißt, wenn Sie den Namen einer App wissen und sagen, ja Moment, Sie haben vergessen, dass es im Ordner ist, wo ist mein WhatsApp, dann klicken Sie auf Suchen, tippen ein W, und dann sehen Sie schon, ist es gefunden. Das heißt, er sucht die Apps raus und 1, 2, 3 höchstens 3 Buchstaben und dann hat er es gefunden. So, das war erstmal von diesem Video. Nicht zu vergessen, Kanal abonnieren, Videos, natürlich auch alle meine Videos, wenn es um Schulungen geht, Minischulungen etc. Daumen nach oben am besten machen und Abo, also liken Sie mich und machen Sie ein Abo. Dann gibt es auch mehr solche Videos. That's it. Bis zum nächsten Mal.